Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Reise Aschaffenburg-Gemünden mit der Regionalbahn. So, ja. Dann machen wir die zweite Hälfte. Ja, falls ihr euch wundert, dass da oben die... Ich weiß gar nicht, ob die Zahl da oben richtig stimmt. Mir ist leider die zweite Hälfte der Aufnahme leider kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe über eine Stunde versucht, die Datei wieder einzuladen. Ging einfach nicht. Naja, musste ich halt eben die ganze Chose nochmal fahren bis hierher. Jupp. So, denn wegen kann das sein, dass es da oben jetzt eine andere Punktzahl ist, wie vielleicht in dem ersten Teil ich beendet habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fahre ich jetzt von hier weiter. Hab alles wieder genauso. Ich hab doch reingestellt hier oben. Nanu. Ach dann. So. Türen sind verriegelt. Und dann geht's weiter nach Lohr Bahnhof. Also nach Lohr natürlich, ne? So. Ach, vorwärts, ja. Jetzt wollte ich gerade W drücken. So. Dann gucken wir mal. 8.07 Uhr und 12, also in 5 Minuten, 4,5 Minuten für 5,4 Kilometer. Dann scheint es hier wieder bergauf zu gehen. Ja. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber ich wollte jetzt nicht noch länger probieren, die Datei einzuladen. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal, wie gesagt. Ich hatte jetzt bis jetzt keine Fehler. Ich weiß nicht, bei der ersten Aufnahme bin ich, glaube ich, einmal am Bahnhof. Ne, mit 40 bin ich, glaube ich, mit 42 oder so. Ne? Da war das kurz gelb, die Zahl da unten. Bis jetzt habe ich noch keine Fehler gemacht. Bin komischerweise auch immer pünktlich angekommen. Keine Ahnung, was ich jetzt hier anders mache wie bei der ersten Aufnahme. Naja, ist ja auch egal. So. Wahrscheinlich, weil ich nicht quatschen musste. Bei der ersten Hälfte hier bis hierher, bis nach Patenstein, war das Patenstein? Ja, Patenstein, ne? Bis nach Patenstein konnte ich immer so richtig schön auf die Zeiten da unten achten. Hab mir die Gegend auch weiter gar nicht mehr angeguckt. Siehst du, jetzt geht's wieder los. Ach, ich hab's gewusst. Siehst du, kaum quatsch ich wieder. Ich hatte nicht einen Fehler bisher. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Naja. Also das Reden, das lenkt doch ganz schön ab, muss ich sagen. Weil ich hatte sonst doch immer zu da oben hochgeguckt. Oder besser gesagt, da unten rechts. Und oben links natürlich. Ja, oben rechts natürlich. Jetzt geht's bergab. Jetzt bin ich ein bisschen sehr langsam. Jetzt bin ich wieder zu vorsichtig. So, jetzt kann ich wieder mit 130 kurz. Und dann mit 150.
Obwohl, in 1,3 Kilometern sind wir ja schon in Lohr. Aber ist egal, wir geben trotzdem noch ein bisschen Feuer. Cool. Noch 30 Sekunden und wir sind schon da. Boah. Cool, der andere Zug da hinten haut gerade ab. Weiß gar nicht, ob der auch noch nach Gemünden fährt. So, pünktlich angekommen. Rechts entriegeln. Hinein mit euch. Hier will wohl keine. Hier wächst schon wieder was aus dem Boden. Cool mit dem Licht da oben. So, muss ich hier irgendwas, eine Karte anbauen? Nö. Hier draußen vielleicht. Kann ich eine Fahrkarte kaufen? Ne. Warum geht man da eigentlich runter, wenn man hier wieder... Hä? Hm. Na gut, bestimmt wegen der anderen Seite. So, Tür verriegeln, Bremse lösen. Auf 20% gehen. Und der nächste Teilabschnitt, 8,5 Kilometer. Und dann können wir erstmal wieder ein bisschen Feuer geben. 150 kurz. Ach nee, 130 und dann 150. Ah, der hat bestimmt rot wegen mir. Was steht da drin? Ja, das konnte ich leider nicht lesen. Vielleicht sehe ich das in der... Wenn ich nachher schneide. Schön, dass der Zug zur Seite neigt. Ja, das ist schon... Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ja, ja. Ich wiederhole mich. Ich bin echt auf die nächste Fahrt gespannt. Wegen dem Wetter. Klar, wie gesagt, ne? Im ersten Teil habe ich... Ups, Entschuldigung. Im ersten Teil habe ich ja schon gesagt, klar, muss auch mal scheiße Wetter sein. Entschuldigt bitte dieses Wort. Aber... Ich sag mal, wenn sich Leute schon diese Arbeit machen hier. Und wie gesagt, wenn sich das auch mal fremde Leute angucken, also nicht nur meine Community, sag ich mal, sondern auch mal fremde Leute. Wenn ihr Strecken selber gebaut habt oder Szenarien, zumindest erstmal mit den Standard-Logs und so, die man hier hat, oder Standard-Sachen, die man hier hat, könnt ihr mir die gerne mal schicken. Ich baue sie hier ein und würde sie auch gerne mal spielen. Also ist egal, ob es Train-Sim World 2020 2 ist oder Train-Simulator 2020, glaube ich, oder nur 20 oder 2, ach, keine Ahnung. Na, da würde ich gerne mal private Strecken fahren. Wie gesagt, DLCs so weiter habe ich noch nicht. Weil, boah, ich will jetzt nicht sagen, dass ich geizig bin, aber ja, ich bin geizig. Ja, was heißt geizig, aber
7 Kilometer in 110. 19, auch noch knapp 3 Minuten für 4,2 Kilometer. Mal kurz noch ein bisschen Gas geben hier. Oder sagen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit. Ich sollte mir das mal angewöhnen, dass ich sage, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und nicht Gas geben. Und 703 Punkte schon. Ach, mich ärgert das mit dem Roten. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich bis jetzt noch nicht einen einzigen Fehler. Zum Glück ist die Feuerwehr bei mir in der Straße wieder weg. Bei mir in der Straße war die Feuerwehr. Die stand genau vor meinem Fenster hier. Nicht jetzt wegen dem Sirenen oder so, aber wegen weil sie immer Tür auf, Tür zu von ihren LKWs. Dann haben sie doch immer ganz schön laut geredet hier vor meinem Fenster. Ich glaube, das hättet ihr alles gehört jetzt. Kurz bevor ich angefangen habe aufzunehmen, da sind sie losgefahren hier. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch Quicksave zwischendurch machen und ein andermal weiterspielen, wie bei Train-Simulator? Weil das wäre ja auch mal cool. Nanu, ist da schon eine Endhaltestelle? Nee. In Langenprozelten ist auch noch keine Endhaltestelle. Ah, da ist ein rotes Signal. Ne, wenn man nicht auf volle, ne, bis auf, ne, die ganze Zeit auf Maximum fährt, kommt man echt nicht rechtzeitig an. Dann, ne, vorhin hatte ich fast 30 Sekunden Vorsprung. Jetzt komme ich schon, ich will mal sagen, nicht zu spät, aber... Ne? Oh, was haben wir denn da vorne auf der rechten Seite? Was ist das? Sind wir bei Mission? Muss ich hier was machen? Einführung? Nee, das mache ich nicht. Nee, das die 100, was, die 142, die habe ich doch, die 142, 146, 2, die fahre ich doch. Nee, nee. Wenn ich da jetzt raufklicke, dann ist nachher meine Fahrt hier zu Ende. Ach, nö. Und dann muss ich die Scheiße nochmal machen. Nö, das mache ich nicht. So, dann kann ich jetzt rechts verriegeln. Mensch, bis jetzt klappt das ja alles wunderbar mit der Geschwindigkeit hier. Wieso hat das gestern nicht geklappt? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier anderes mache.
So, ah, dann ist ja doch schon Ende. Sind wir ja doch gleich in Gemünden. Ich kann da gar nicht lesen. 3 Kilometer? Ja, 3 Kilometer sind wir in Gemünden. Cool. So, wir geben aber erstmal ordentlich ein bisschen Schmackes noch hier. Weil wir wollen ja jetzt auf den letzten Metern nicht noch zu spät kommen. So, das ist ja cool. Dann haben wir diese Strecke jetzt auch geschafft. Dann muss ich leider die noch schnell rennen, weil gleich ist Minecraft dran, Stream. Jetzt wisst ihr ganz genau, weil ich das hier aufgenommen habe. So, knapp 110. So, 1,5 Kilometer haben wir 60. Oder haben wir nicht 60, sondern dann müssen wir 60 fahren. Und dann müssen wir auch garantiert wieder auf 40 runter, weil wir dann garantiert im Bahnhof wieder über mehrere Weichen müssen. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Oh, 11.121. So, ich werde schon mal langsam runtergehen hier. Ich komme lieber ein paar Minuten zu spät. Aber ich will nicht zu schnell sein. Na, nun komm. Da. Und ich könnte wetten, sobald wir bei 60 rüber sind, gehen wir auf 40 runter. Oder ist hier gar kein Endhaltebahnhof? Sag ich doch 40. Das war ja wieder mehr wie knapp. Und wir haben eine Minute. Eine Minute sind wir zu früh da. Boah, das war ja richtig klasse. Das war ja das Schnellste, was ich bis jetzt geschafft habe. Ich meine, wir haben zwar noch ein paar Meters da, aber trotzdem. Eine Minute. Meine Güte. An einem Ort anhalten. Naja. Oh, ein Autotransporter. Und links steht auch noch eine Regio. Nehme ich mal an. So. Einmal entriegeln, bitte. Einmal Scheibenwischer aus, bitte. So, dann gucken wir mal. Was ist denn das für eine hier? Das ist bestimmt auch noch 146,2. Siehst du, genauso wie ich habe. Und wo fuhrt das Ding hin hier? Auch nach Gemünden, genauso wie ich. Aber warum steigen die nicht aus? Kann man die Tür rüber? Cool. Kann ich in die Lok reingehen? Cool. Kann man damit auch losfahren? Nein. Das wäre jetzt was geworden, wenn ich da jetzt mit losgefahren wäre. Jetzt auf die letzten Sekunden noch und so. Nee, das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. So, jetzt muss ich die Tür noch verriegeln und ich glaube, mal dann ist Schluss, ne? Mal sehen, was ich denn für eine Gesamtpunktzahl habe. 12.235 Punkte. Boah, bin ich gut. Ihre Geschwindigkeit. Wo bin ich denn hier rüber? Ich glaube hier, ne? Ich glaube hier bin ich drüber gewesen. Mal sehen. 42, 46, naja, 47, 53, 53, 59, 59. Die 6, 5. Oh, die wäre ich sogar schneller da. 9, 19.
24, 23. Geil. Cool, das war bis jetzt meine beste Fahrt, finde ich. Wie gesagt, schade, dass bei der ersten Hälfte, dass die zweite Hälfte damals ihr wisst schon, dass es kaputt gewesen ist. Ich hätte gerne mit dem Originalstand weitergespielt. Dann hätte ich garantiert nicht diese Punktzahl gehabt. Ich werde das nachher selber mal kontrollieren, ob der Endstand der ersten Folge der gleiche ist wie der Anfangsstand von der zweiten Folge. Naja, ist egal. So, ich würde sagen, das war's. Beim nächsten Mal fahren wir... wo kann man das jetzt einsehen, ohne jetzt hier drauf zu klicken? Reise fortsetzen. Nee, warte mal, ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Ja, ja, ich weiß. Kleinen Moment. Ich will bloß sagen, wo es weitergeht. Doch, wieso dauert das so lange heute? Reise, mein Spessart. Ach, hier sind wir durch. Cool, hier sind wir durch. Dann fangen wir beim nächsten Mal an. Steuerwagen, Lokführer, würde ich sagen, machen wir dann weiter. Jo, das werden wir tun. Genau, Einführung. Ach, das war das. Ach so, das war, was da hinten gewesen ist, wo ich da... Ja, ich habe gerade mit dem Daumen nach hinten gezeigt. Genau, das ist denn dieses Teil. Cool, alles klar. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ne, bei der Einführung wieder. Haut rein, tschüss.